Willkommen zurück zu Chernobyl Light, einer weiteren Folge. Wir sind mittlerweile bei Folge... Ist es 12? Ich weiß es gar nicht. Meine, es müsste 12 sein. Und ich wollte nochmal in die Einstellung geguckt haben, denn tatsächlich hat er beim letzten Mal ja alles immer auf Ultra und so gestellt. Nee, Benutzer definiert. Nein, nicht Ultra. Benutzer definiert. Und ich wollte... Gibt es hier einen Gamma-Wert? Ich gehe nochmal zurück. Videoeinstellung. Nee, hä? Erweiterte Voreinstellung. Hoch, okay. Nee, dann passt das. Okay, weil beim letzten Mal hatte er, glaube ich, hatte er ein wenig rumgespielt gehabt. Aber gut, diesmal hat er es so gelassen. Dann können wir jetzt weitermachen. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen die Base gemacht und wir kamen von einer Mission wieder, ne? Und wir müssen ja wieder quasi jetzt eine neue Mission annehmen und auch, wieder quasi voranschreiten ein wenig. Deswegen würde ich eher mal das Fernglas nutzen und mal gucken. So, den NAS-Server hacken. Genau. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ist aber sehr schwer, ne? Oder? Ich weiß ja, was die Ausrufezeichen bedeuten. Die könnten bedeuten, dass es schwieriger wird. Das würde ich aber gerne machen. Mikali, der Mann von der Zuflucht gemeint, gemietet habe, hat mich kontaktiert. Er möchte, dass ich ihm helfe, den NAS-Server zu zerstören. Er hofft, dass er Einfluss in der Zone schwächen wird. Das würde ich machen. Und er hier macht mal ein bisschen Munition. Medikamenten. Komm, der macht die Munition. Komm. So, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Dann kann der Oliver endlich auch mal was machen. Хорошо, а то, знаешь ли, я на суперсекретной миссии, миссии особого назначения. Так что, парни, заплатите мне аванс за неделю, так? Просто чтобы использовать мою берлогу в качестве своей базы. Да, авансом. Слушай, Михаил, насчет склада. Никто ни о чем не знает, так? И никто нас не прослушает? Да, конечно. Я его использовал, когда с братвой Припяти работал. Там супер безопасно. Да там даже слив в туалете работает. Tag 5. Moskau, Auge, Nachmittag. So. Und ja, mir ist tatsächlich aufgefallen, die Qualität ist ein Graus bei Chernobyl Light. Und ja, was soll ich noch groß sagen? Ich, mir fällt auch spontan nichts dazu ein. Ich versuche es so gut es geht, so ein bisschen zu spielen. Ich hoffe, ihr habt ein Nachsehen und ja. Drückt ein kleines Auge zu, was den Pixelbrei angeht. Und wieso kriegt er jetzt so eine zuhe Nase? Ganz komisch. Naja. Rede ich halt durch eine Nase, die zu ist. Ja. Ich krieg's leider nicht besser mit der Qualität. Tut mir leid. Ich habe mein Bestes gegeben. Oh. Schon wieder? Das hatten wir schon mal, ne? Müssen ein bisschen aufpassen wegen den Gegner. Schon wieder nachladen? Ich dachte, ich hatte nachgeladen, aber okay. So. Ich würde sagen, straight der Mission würde ich jetzt nicht gehen, sondern ich würde gerne erstmal wieder ein bisschen, obwohl schade. Ah, Mist! Ich bin so doof! Ich vergesse immer, mein Inventar zu leeren. Shit!
Wisst ihr was? Ich mache jetzt erst die Mission. Dann lege ich mein Inventar und dann machen wir eine neue. Ich habe das jetzt total vergessen. Was war das denn? Эй, ты! На землю! На землю! Лежать! Не вздумай шевелиться! Эй, не надо! Was für ein Monster? Wir müssen ihn retten, ne? Scheiße. So geht das und nicht anders. Ist der noch am Leben oder ist er tot? Ich hoffe, wir haben ihn gerettet. Ich hoffe, ich habe ihn gerettet. Ja, ich glaube schon. Erstmal lootig. Huch. Danke, danke. Wie sieht der denn aus? Ich muss zu Atem kommen und rennen. Du machst weiter. Okay. Schau mich nicht so an. Ja, ich habe dich gerettet. Kannst du mal... Also... Gut. Hat auf jeden Fall auf unsere Psyche, glaube ich, wieder Ausmaße genommen. Und wir müssen ja sowieso die Richtung wegen unserer... Ah, die Musik. Wegen unserer Hauptmission. So. Okay, da gucken wir mal. Ja, ist ärgerlich. Ich muss echt immer zusehen, dass ich nach der Runde, nach den Runden immer quasi... Ich glaube, wir müssen da rein. Dass ich nach den Runden immer direkt quasi das Inventar leere in unseren Behälter boxen. Quasi. Quasi-Modo. So, wie kommen wir da rein? Gott sei Dank, Mann. Gibt's die Pumpgun. Zu Vorsicht, falls hier nochmal Gegner rumschleichen. Heute bin ich der Terminator. Heute ist mir egal, heute gehe ich mit voller Montur rein. Und wir müssen noch ein paar Dietriche mal irgendwo herkriegen. Hatten wir nicht eine Werkbank, wo wir Dietrich herstellen konnten? Ich meine, mir war da. Mir schwante sowas, als würde es irgendwie gehen. Hallo? Hallo? Ist da wer? Huch. Was? Was? Hallo? Also die Atmosphäre in dem Spiel ist schon großartig, ne? Muss man einfach sagen. Revolvermunition. Ah, hier. Ich sollte dies so schnell wie möglich erledigen. Tatjana, vielleicht weiß er etwas. Ты не видел здесь одну женщину? Она балерина и скрипачка. Длинные черные волосы. По крайней мере, так было. 30 лет назад. Прием. Нет. Ты уверен, что ты нормально себя чувствуешь? Кодовое название миссии будет... Ах да. Панцеркампфваген. Круто, скажи. Он это на ходу выдумывает. Наверняка. Да, точно. Цель миссии Панцеркампфваген – это стереть все данные из базы данных. Грузовик с ноутбуком остановится здесь буквально через несколько минут. Ты должен взломать его и добыть коды, чтобы получить доступ к базе данных НАР. Прием. Погоди минуту. Что добыть? Коды? Взломать ноут? Или базу данных НАР взломать? Прием. Да, именно. Ты только его взломай, а не разломай. Короче, топором не фигач. Ну ты понял. Спецагентскую магию. Ну, знаешь, когда нажимаешь кнопки, а потом выкрикиваешь «Готово!» Вот это все. Прием. Ты что, издеваешься? Прием. Михаил, ты там? Прием. Да, да, я тут. Время вышло. Грузовик почти на месте. Найди ноутбук и взломай его. Начинаем операцию «Панцеркампфваген», агент. Конец связи. Der Panzerwagen. Okay. Ja, dann müssen wir den Panzerwagen hacken. Ja, das wird ja lustig. Mit dem Panzerwagen. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Deswegen stand wahrscheinlich schwer. Oder das Ausrufezeichen war rot. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwieriger wird. Diese Mission.
Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht hier ein wenig... Da läuft schon ein Kandidat. Den ich jetzt erschießen könnte. Aber ich weiß nicht, wie viele jetzt da rumkrepeln von denen. Ob das nur der eine ist. Ist das nur der junge Mann? Weil ich will nicht hier wieder für Aufsehen sorgen, sondern... Ich schnapp mir zwar mal die Pumpgun, aber... Nur zur Vorsicht. Komm, dreh dich um. Na komm, sei mal so nett. Sei doch mal so nett und... Ziputu, was? Ah, guck an. Ich hoffe, der ist alleine. Ist das der Wagen? Oh, da ist... nein, lass mich, lass mich. Es sind also zwei, ja? Oh nein, der andere sieht mich, oder? Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist schon mal gut. Oh nein, was war das denn? Oh, oh fuck. Haben die mitbekommen? Scheiße, fuck. Ist mir scheißegal. Komm doch her. Komm doch und spüre meine Pumpgun. Na, wo ist er? Kommt er hier lang? Na, wo bleiben sie denn? Oh, Alter, was? Bruder, da muss ich aber los. Alter, Junge, erschreck mich doch nicht so. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ich hab gedacht, der kommt von da irgendwo. Junge, 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 was ist mit dir denn falsch? Alter Schwede. Wo ist der? Hier ist noch einer. Wo? Alter, hat der geschluckt. Der schluckt, der mehr wie seine Großmutter. Puh. So, beim nächsten Glockenschlag ist es 7 Uhr. Hier. 5 Schuss haben wir noch. Michael, это я. Я достал коды. Теперь что? Прием. Отлично. Теперь проберись сюда. Тут рядом что-то типа вышки связи. В моей инструкции написано, что ты можешь отправить только одну команду, прежде чем система безопасности тебя засечет. Так что ты это, без шуточек. Просто стирай данные и все. Прием. Ich muss, sei, ob Sie, fragen Sie höflich, vielleicht könnte ich... Только одну единственную команду? Может, я мог бы использовать ее, чтобы проверить, не знает ли Нар что-то о Татьяне. Шансов немного, но... Прости, друг, нельзя. В инструкции четко сказано, можно отправить только одну команду. Ты что, там читаешь какую-то стрёмную книжицу для агентов-новичков? Нет-нет, это инструкция для спецагентов. Серьезная штука. Прием. Ты уверен, что все качественно спланировал? А то эту башню наверняка надежно охраняют. Ты можешь как-то отвлечь их? Прием. Взрывчатка установлена по всей зоне. Должна сгодиться. Я не просто их отвлеку. Я просто подорву тут все. Ну все, погнали. Okay. Spannend, mal was anderes, muss man ja sagen. Gehen wir erstmal weiter. Gucken mal. So. Ah, da ist der junge Mann, den wir gerettet haben. Wir haben übrigens nicht mehr so viel Leben, ne? Wo war denn nochmal unsere... Auf der 6 war das. Ich heil mich mal. So, da haben wir unten links wieder voll Psyche. Fehlt ein Balken nur. Ach du heiliger Strohsack. Das sind auf jeden Fall 3 Stück. Und das Problem ist, dass diese 3
Sobald einer, weil so nah komme ich nicht an die dran, an die drei. Aber ich könnte versuchen, so. Oh. Idali. Können die Türen öffnen? Ist jetzt so meine Question. Dann machen wir doch mal rabiater hier ein bisschen. So, meine Frage. Können die Türen öffnen? Anscheinend... Oh, die kommen da. Alter, wie viele sind das? Oh, ich muss nachladen. Warte mal eben. Können wir drüber reden, vielleicht? Okay, ihr wollt es nicht anders, ne? Hallo? Ah, da? Okay. Ja. Ja, mit der Flinte auf der Entfernung ist natürlich blöd. Alter, ist das dein Ernst? Dein scheiß Ernst, Junge? Hier durch? Ich glaube, das soll es gewesen sein. So. Den aber auch erwischt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich tatsächlich gestehen. Dann nehmen wir alles mit. Eigentlich wollte ich nur die Mission beendet haben, aber die Missionen werden... Wenn ich das jetzt mal so sagen darf, die Missionen werden tatsächlich... umfangreicher, ne? Irgendwie werden die Missionen umfangreicher. Man hat viel mehr... Oh, ja. Oh, ja, okay. Ja, da fehlt ein bisschen was. Aber die wollten es ja nicht anders. Ich wollte, dass sie... Die sind aber nicht durch die Tür gegangen. Die sind da durchgekommen. Die Ferkels. Михаил, ты там в порядке? Ага, да, просто не заходи внутрь. Тут немного напряженная атмосфера. Знаешь что? А то он мизер я. Взрывчатку внутри. Было не лучшей идеей. Согласен. Подрыв зданий серьезно сокращает продолжительность жизни. Просто сотри все в серверов, агент. Ладно? Не будем дожидаться, пока Нар пришлет подкрепление. Daten löschen. Die sollte nicht existieren. Daten... Nach Daten über Tatjana suchen. Ich sollte die Serverinformationen über das Verschwinden... Ja, das mache ich doch. Aber was mache ich denn eigentlich da? Dein Status mit Oliver wurde verbessert. Sein aktueller Status ist gut. Juhu! Aber was mache ich denn hier? Oliver wird das mögen. Notiz anzeigen. Suchergebnis. Tatjana Amalieva. Gefunden Datei 1. Das Registrier der Stimmenphänomene. 1996. Monat und Tag unbekannt. Möglicherweise das erste Auftreten. Klammern keine Beweise. Männlich 35. Zeit 30 Sekunden. Unbekannte Gesang. 1997. Monat und Tag unbekannt. Das zweite Ereignis. Kein Beweis. Männlich 51 Jahre. Dauer eine Minute. Nicht bekannt. Nicht erkennbar. Entschuldigung. Ist der Satz Ich bin zu hören. 8.7.1999, Energieeffizienz, weiblich 27 Jahre alt, Dauer 10 Minuten, meistens unentgeltlich, das Wort hier ist zu hören. 11.3.2000, Energieeffizienz, 04.03.99, männlich 27 Jahre alt, Dauer 30 Minuten, der Satz Researching. Nee, ja doch, Researching, out, wird für alle 30 Minuten wiederholt. 11.8.2000, Energieeffizienz, männlich 27 Jahre alt, dauert 30 Minuten. Erstes unkenntliches Wort, plea, wiederholt für 29 Minuten. Eine Minute das Wort me. 12.3.2001, Ereigniskennziffer, Entschuldigung. Energieeffizienz habe ich gelesen, ne? Energiekennziffer steht da. Entschuldigung. Georgi Simonov. Dauer 3 Minuten. Der Satz ist zu hören.
Tatjana Ameliva. Hinweis, der letzte Satz bezieht sich auf den Fall Referenznummer TA von Tatjana Ameliva, geboren 21.07.1963, ein Physiker, der im WI arbeitete, Lenin-Kraftwerk in Tschernobyl. Sie wurde vom KGB-Agenten Vasil Novolo, Nomov, jetzt tot, beobachtet. Sie wurde also vom... Also erstens mal klingt das alles so ein bisschen, als hätten die sich so Sachen angehört wie, ja, so Geistersachen, so, weißt du, so, so ein Gerät aktiviert, man kann irgendwas hören, klingt für mich irgendwie sowieso, ja, so, so, keine Ahnung, halt, Geistererscheinungen halt, wie so ein EMF-Reader oder so, weißt du, und unsere Tatjana wurde also vom KGB beobachtet, interessant, interessant. Aber was machen wir eigentlich hier? Warum suchen wir fremde Sachen? Wir sind doch quasi eigentlich... Ah, was soll ich sagen? Moment, musst du dir... Oh, ich muss dich mal abniesen. Also doch, ja, zur Nase. Aber was machen wir denn eigentlich? Nein, ich wollte mich nicht heilen. Nein! Aber was machen wir denn eigentlich da? Denn im Prinzip haben wir da nichts zu suchen dran. Weil wir denken nur an unseren eigenen Arsch dann damit quasi eigentlich. Eigentlich falsch. Oliver. Scheitern. Gesund, aber instabil. Okay. Ja, ich nehme mal eine normale Lebensmittelration. Tatsache, dass ihre Basen echt Chaos sind, die Psyche, okay. Einige macht ihn satt und zufrieden, was seine Gesundheit und Moral ein wenig steigert. Doppelte erhöhen seine Gesundheit und die Moral erheblich. Ja, komm. Komm, ja. Ja, ja, kann er haben. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir müssen beim nächsten Mal tatsächlich mal so ein bisschen die Base ausbauen. Ich komme jetzt schon zum Ende, weil die Nase immer weiter zugeht. Ich weiß nicht, was los ist, sonst höre ich mich hier an wie Donald Duck jetzt demnächst. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder hier bei Chernobyl Light. Und dann gehen wir wieder auf Reise und wir werden ein bisschen, glaube ich, die Base ausbauen, damit wir so ein bisschen bessere Psyche haben. Und schauen mal, was uns dann noch an Missionen erwartet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.